Okay, ist zu. Habe ich mir fast gedacht. So, ja, Operator, ich komme. Ja. Au, das tut echt weh. Ja, okay. Operator? Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe, where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. This? Was? Okay. Okay, Edith, was? Als du sie das erste Mal geküsst hast? Und ihr das Genick gebrochen hast oder den Hals gebrochen hast? Haben wir jemanden umgebracht? Das Spiel auf Outlast 2 im Stream umstellen, bitte. Danke. Hab ich vergessen. Aha, alle Türen sind zu. Fantastico. Ja. Unsere Batterien werden mal wieder leer, ist klar. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Na, okay. He's coming! Oh, oh. Aua. Danke, Jeremy. Okay, wir müssen irgendwo hinrennen. Die Frage ist, wohin? Also hier brauchen wir jetzt praktisch nichts mehr. Ja. Allons-y! Müssen wir zum Exit laufen, kann das sein? Oh oh, aua. Ich bin tot. Aua. Also gut, ich muss da auf jeden Fall nicht hin. Ich muss irgendwo anders hin. Ja. Dam, 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 dam. Ich bin nicht da. Okay, vielleicht doch. Oh, ist das ätzend. Wo muss ich denn hin? Irgendwie ist das doof. Ich sollte ein Desk runter einfach Outlast. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Wo muss ich denn hier hin? Hallo. Hä? Fuck. Wo muss ich denn hin? Was für ein Bullshit! Was für ein verdammter Bullshit! Wo muss ich denn hin?
kommt. Ja, und jetzt? Ich kann mit der Tür nicht interagieren, aber da ist Jessica. Muss ich mich im Schrank verstecken? Was? Hä? Wo muss ich denn hin? Fuck. Also links ist Jessica. Wo muss ich denn hin? Da bin ich mich jetzt erschrocken vor dem Viech. So, das spawnte. Sehr interessant aus, auf jeden Fall. Hä, wo muss ich denn hin? Nee, bin ich jetzt bescheuert? Also ja, offensichtlich. Da rein, wo Jessica hin ist. Jetzt, ich muss in den Schrank, wo Jessica rein ist. Et inferi per asperia. Set us free. Aha. Carpe Abyssum Atom. Sieht aus wie Slenderman hier. Mit Flügeln. Okay, ich hätte in den Schrank reingemusst mit Jessica. Das habe ich nicht gecheckt. Laird, nichts ist elender als sich selbst zu bemitleiden. Und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischigen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen und unser Leiden bekam so groß... Was? Unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. Knot. PS, anbei ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lass sie ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Gesalzene Grillen. Na lecker. Au. Was ist das? Halt hinten raus. Blöde Eule.
muss ich jetzt wieder hin? Oh, diese Musik, ne? So, ich guck mich mal ein bisschen um. Und schau mal so grob, wo ich langlaufen muss. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aha. Haben wir eine Hütte auf jeden Fall. Komme ich da rein? Nö, ist eine rote Kerze drin. Finde ich gut. Aha. Natürlich zugesperrt. Und die Fenster vergittert. Na gut. Ich hasse diesen Wald. Hier ist so finster. Oh. Hallo. So, das mal zumachen. Das ist mein besonderes Anliegen. Oh. Oh, als wenn die Alte nicht schon schlimm genug wäre. Jetzt hast du auch noch die blöden Idioten. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass der mich nicht gesehen hat. Ich ja nicht raus. Nee, ne? Oh, eine Batterie. Geil. Digga, geh mal weg. Toll, jetzt stehen die denn vor der Tür die ganze Zeit. Haben die eine Taschenlampe eigentlich? Ah ja, eine Lampe. Aber die macht offensichtlich nicht immer an. Die Frage ist, wo muss ich denn hin? Ich check nicht, wo ich hin muss. Der schleicht da hinten jetzt irgendwo rum. Hier vielleicht? Nö. Blockiert. Ja, das habe ich schon gecheckt, dass sie blockiert ist. Oh, die Musik ist so mega laut. Ja, okay. Da ist ja der Typ mit dem Pfeil. Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist das Haus wieder, da bin ich herausgekommen. Sieht er mich gerade? Ah, ich muss da hoch, kann das sein? Bin mir nicht sicher, wer steht auf jeden Fall.
Okay, ich muss hier lang. Oh. Ich hasse das. Warum ist so ein verdammter Maschendrahtzaun ausgelegt? Alter, jetzt geh doch mal weg. Wo ist der? Maschendrahtzaun? Toll, jetzt ist er da hinten. Und wie viele Feuerpfeile hat er denn? Ah, da geht's lang. Das habe ich nicht gecheckt. Willst du mich verarschen? Geh weg. Blöder Idiot. Na toll, jetzt hier drüber oder was, während der da hinten steht. Na, Glückwunsch. Okay, hier ist schon mal nix. Oh, das ist eine Batterie. Ja. Ich wäre eh dafür, dass wir die ganzen Taschenlampen hier rumliegen, dass wir die Batterien daraus plündern. Das wäre zu einfach. Boah, jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Klar. Alles kein Problem. Willst du mich eigentlich trollen? Mann, er hat mich erwischt mit dem blöden Pfeil. Also ein guter Schütze ist das, muss man ihm lassen. Vor allem, wie sieht der mich denn? Der kann mich doch gar nicht sehen. Jetzt kann er mich sehen. Hä? Boah, ist das ätzend gerade. Alter, willst du mich verarschen? Ist was? Niemand hat ein Leid getan? Nimm unsere Krankheit. Die sind einfach mega verzweifelt hier. Ist euch ja kein Verband mehr übrig, möchte ich betonen. Toll. Will jetzt, glaube ich, hoch da hinten noch, oder? Ich gucke mal ganz kurz. Geh weg. Oh, verdammt. Ach komm, ich dachte, da ging es noch weiter da oben. Die sind ganz schön flink, die Kleinen. Oder was heißt die Kleinen? Wo bin ich jetzt? Ach so. Wird das Spiel gespeichert. Wie sieht der mich denn? Wie kann der mich sehen? Das ist unfassbar. Oh, ist eine Batterie. Geil. Nee, Verband. Nehme ich auch gerne.
Geh weg. Ernte die Saat, ernte die Frucht. Okay. Tschüss. Ich muss hier weglaufen. Keine Zeit zum Umschauen. Übertreib halt. Okay, ich muss weiterrennen einfach. Keine Zeit zum Umschauen. Geh weg. La 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 la, du da, du da. La 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 la, du da, du da, day. Au. We have you. It's okay. We have you. Das so gut ist, weiß ich nicht. The gospel isn't done yet. Your own resurrection. You will complete your gospel. Was? Das ist es. Yes, we return him to the way of sorrows. This stone is waiting. Take him. When he rises, we all will have a union. Was? Lass mich hier nochmal raus, bitte, das wäre schön. Ich bin nicht. Don't! Please don't! Please don't! Please! Okay. Was? Oh, you crazy motherfuckers! Oh God! Das finde ich nicht cool gerade. Okay. Ja, und jetzt? Ich würde jetzt leicht durchdrehen. Drücke wiederholt. Okay. Okay, tief vergraben haben sie mich nicht. Zum Glück. Willst du mich trollen? Geh mal weg. Push. Boah, das ist echt widerlich hier. Alter. Oh, Alter. Ich will hier raus. Lasst mich weg. Lasst mich weg. La 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 la. Kommt ihr da durch bestimmt, ne? Nee. Boah, Alter. Dieses Gebiet ist... Das ist echt... Das ist echt krass hier. Das ist echt widerlich. Vor allem die armen Menschen, die können halt echt so... Die können echt nichts dafür. Die sind ja nur echt im Stich gelassen worden. Freut euch, oh ihr Beuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen. Euer Täufer kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes. Dieser Täufer erscheint wie ein Kind in jeder Hinsicht bis auf sein Glied und ist deshalb der Liebling des Propheten Sullivan Knots. Und Knot sprach zu Laird: Was wünschst du in deinem Elend? Und Laird sprach: Ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Und Knot sprach:
Ein Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du sollst nur deine eigene Erlösung erfahren. Und Laird sprach, wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Und Knos ruft, Hosanna, du liebst mich, also seist du gesegnet und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Und Laird sprach, ich sehe die Himmel sich öffnen, ich sehe Rauch im Himmel, eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt. Der ist voller Jahre, doch unbefleckt, wunderschön, schöner selbst als jede Frau. Und ich sah und ich wusste und ich sah den Erlöser der Bäuligen, von denen Ezekiel gesprochen hat. Und Ezekiel sprach erneut zu Laird, Sieht das Lamm, heile die Kinder verfaulter Schwänze und verderbter Schöße, und ich sah die vielen Kranken und die, die von Teufeln und unreinen Geistern geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheilt werden sollen. Und ich, Laird, sah, wie er an das Kreuz gehängt und getötet wurde, für jene, deren Lust ihre Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Und wie er den hängt, was? Und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, sodass jeder, der im Land verbleibt, Butter und Spirituosen habe. Und sie sollen die Herrlichkeit Lairds verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinen Dornen befreien und ihn mit der Hake in der Erde begraben. Und die Bäuligen werden sagen, wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünde verzehrt. Also muss der herrliche Laird sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben, dass die nicht... Was treiben, dass sie nicht vergessen, es ist eine große Tat, einen Mann zu ermüden, doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? Und sie sollen die Herrlichkeit Laird verkünden, der sie zur Erlösung führt, und der bäulige Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden, und jene Krankheit sollen ihn, was sollen ihn, Immanuel nennen. Und der bäulige Messias wird sprechen, dies ist mein Fleisch, esst von ihm und seid geheilt. Wer von meinem Fleisch isst, dem sei das ewige Leben. Und sie sollen die Herrlichkeit Laird verkünden, der sie zur Erlösung führt. Aha, jetzt wissen wir auch, warum die uns alle essen wollen. Wir sind der bäulige Messias. Oder sollen es noch werden, keine Ahnung. Jetzt wenn sie unser Fleisch essen... Dann sind sie angeblich geheilt. Aha. Ja. Keine Ahnung, wie man diese Krankheit heilt, aber ich würde es mit Antibiotik oder Penicillin oder irgendwas versuchen. Aber ich glaube, in dem Stadium ist es auch schon wurscht, in dem die sind. Ich glaube, da kannst du eh nichts mehr machen. Ich glaube, das ist zu... Aber ich bin kein Experte. Okay, da ist jemand gehängt. Interessant. So. Das mit dem Mikrofon benutze ich viel zu selten, um ehrlich zu sein. So. Hier hoch. Zack. Um über die Kante zu schauen, drücke Q oder E. Ah, das ist ja cool. So, jetzt müssen wir mal was gucken. I can still find my way to the mine. Finde einen anderen Weg zur Mine. Okay. So, was haben wir hier eigentlich?